Was kamen die denn zu sagen? Seid gegrüßt, Freund Tishianas. Ihr sucht meinen Rat? Ah, so ist es. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich wäre ein schlechter Gelehrter, könnte ich das nicht. Worum geht es? Dieser Turm, den man von hier aus erblickt, was ist das für ein Gebäude? Dies ist der Orima-Tempel. Er hat sich über die Zeit der Belagerung verändert. Anfangs hat das Bauwerk Hoffnung vermittelt. Nun strahlt dieser Ort etwas Wirres, Verdrehtes aus. Etwas, was sich im Benehmen der Orima-Priesterin wiederzuspiegeln scheint. Mhm, die ist ja durchgedreht. Mehr Fragen. Wo ist die Prinzessin? Ja, unser Amantir Tarkat nimmt seine Aufgabe, sie zu beschützen, sehr ernst. Er ließ sie sofort an einen sicheren Ort im Palast bringen, als sich ein erneuter Angriff zu vermehren schien. Ja, okay. Sicher habt ihr noch mehr Fragen an mich. Ich habe bemerkt, dass die Türen zum Nutri-Schein verschlossen Nun, sind. Nun, wo dieser Ort geheilt ist, wollte man ihn wohl vor Eindringlingen schützen. Ich möchte euch nochmal dafür danken, dass ihr den Garten geheilt habt. Ihr habt der Prinzessin damit eine größere Freude gemacht, als ihr vielleicht ahnt. Sicher habt ihr noch mehr Fragen. Nichts weiter. Was hast du zu sagen? Kreaturen des Namenlosen, hier im Palast. Bitte, bitte beschützt uns. Ich will nicht sterben. Gut, die hat also nichts zu sagen. Du bist nur ein Händler. Was ist mit dir? Hürdau, Krieger Tishianas. Ich grüße euch, ehrenwerte Amansha. Habt ihr einen Moment? Nun gut, aber macht es kurz. Was können wir Sie fragen? Ist die Prinzessin in Sicherheit? Ich habe sie nirgends gesehen. Soll das ein Scherz sein? Amantir Tarkat hat sie unlängst an einen sicheren Ort im Palast gebracht. Seht mir nach, wenn ich nichts weiter dazu sage. Okay. War das alles, Krieger? Was erwartet mich am Löwentor? Ja, genau das wäre was Wichtiges. Falls noch nicht geschehen, solltet ihr dort auf alle Fälle den Obelisken des Pür gegen den Feind einsetzen. Eine mächtige Verteidigungsanlage. Haltet nach Sphärenkristallen Ausschau. Ihre Magie hat Gewalt über seine elementaren Kräfte. Okay. War das alles, Krieger? Ich bin noch immer bestürzt über die Töte der Orima-Priesterin. Das kann sie nur bewogen haben, uns anzugreifen. Wenn ihr mich fragt, sie war schwach und ist den finsteren Kräften des Namenlosen erlegen. Plagt euch nicht mit Schuld. Ihr habt das Richtige getan. Okay. War das alles, Krieger? Ja, hab Dank. Was ist mit dir? Nur Dao, Krieger Tishianas. Seid gegrüßt, ich muss mit euch reden. Ich helfe gern. Sagt mir, was euch bedrückt. Ja, die Orima-Priesterin. Das verstehe ich. Sie fehlt mir auch, obwohl viele sie zuletzt fürchteten. Die Pfade Orimas sind voller Mysterien. Trauert um sie, aber nehmt es euch nicht zu sehr zu Herzen. Ihr musstet euch verteidigen. Das stimmt allerdings. Mir scheint, ihr habt noch etwas auf dem Herzen. Es geht um Filias und ist er wahnsinnig? Euer Freund? Schwierig zu sagen. Ich würde es entrückt nennen. Er glaubt wahrhaftig, Hochkönig von Varien zu sein. Ob wirklich unsere Orima-Priesterin dahinter steckt oder die Entrücktheit aus ihm selbst entsprang, da bin auch ich überfragt. Okay. Mir scheint, ihr habt noch etwas auf dem Herzen. Die Schlacht am Löwentor, welchen Rat habt ihr? Ich bin kein Krieger. Ich weiß nur eines. Wenn ihr gegen den Feldherrn des Namenlosen kämpfen müsst, macht nicht den Fehler, ihn zu unterschätzen. Mein Volk nennt ihn nicht grundlos, der im Blut wartet. Versprecht mir also, euch gut. Mir scheint, ihr habt noch etwas. Ja, okay, wir sind gut vorbereitet, hoffe ich mal. Auch noch eine Truhe. Eine Tishiana-Münze und ein Handspiegel. Okay, also auch nichts. Wirklich von Belang. Und die Secrets, die können wir ja von der anderen Seite aus zugreifen. Vielleicht liegt ja was Neues drin. Kampf gegen das Namenlose? Nö. Ja, hier. Nichts. Okay. Gut zu wissen. Damit haben wir... Oh, mit dem Händler wollte ich noch reden. Ja, hier scheint ja nichts mehr zu sein sonst. Wo können wir uns noch umgucken? Hier waren wir schon. Da unten sind noch die Skorpione. Aber kurz mit dem Händler reden. Einbeere Yoruga. Yoruga ist gut. Was hast du denn? Der Palast wurde angegriffen. Zurzeit nicht. Wir haben einen Eindringling unschädlich machen können. Wirklich?
dann ist ja alles wieder gut. Deswegen bin ich, ohnehin nicht tief. Wollte fragen, ob wir was verkaufen Nun, können. Natürlich. Ich habe sogar ein paar neue Dinge im Angebot. Oh, sehr schön. Zeigt mir eure Waren. Jagdpfeil, Jagdbolzen, Kugeln. Tishiana-Armschienen. Bogen plus 3, PA plus 1. Oh, die sind gekauft. Und ansonsten. Ein Bären. Zwiedestillat-Murmeln. Nö. Was? Die trägt nämlich Vorgriffsunterarmschienen. Die kann sie jetzt mal ablegen. Was trägt denn nämlich Vorgriff? Der trägt Panzerhandschuhe. Ja. Stimmt, der trägt Panzerhandschuhe. Also. So. Und der trägt einen Haufen Zeug zum Verkaufen. Hm. Dann geben wir mal das andere Zeug zum Verkaufen auch noch. Die Warnung, die müssen wir noch ins Dings ablegen. Fellfetzen, so. Alles mal zu Vorgriff, der jetzt 2 Steinbehinderung hat. Das ist natürlich auch nicht so gut. So, dann wollen wir uns jetzt nochmal die beiden Truhen angucken, wo ich letztes Mal verstorben bin. Und dann heißt es ab durchs Löwentor. Erst nochmal hier gucken. Ah, hier. Keine neue Beute. Gut, dann bleibt nur noch der Weg hier runter. Der ist da drüben. Und lass mich raten, hier komme ich. Doch, hier komme ich drüber. Sehr gut. Ich würde gerne immer noch wissen, wo das Secret hier sein soll, an dem wir jetzt gleich vorbeikommen. Ach, da. Bin ich doch gerade drüber gefahren, oder? Blattgold. Schön. Blattgold bekommen. Speichern. Hallo Hordenoger. Ja. Sanyasa. Beides verpasst im wahren Pfeil. Und was ist das andere? Wahrscheinlich ein normaler Hordenschütze. Hm? Komm, den mache ich schnell mit dem Kugelblitz weg. Ja. So. Mich hat's umgehauen, da hinten. Das ist auch nicht so gut. Weil es halt mal Vorgrim, vorsichtshalber. Und ich bin wieder aufgestanden. Dann kann ich ja den jetzt endlich wegblitzen. So, Vorgrim ist mal kurz geheilt. Es verpasst dem Ogre. Okay, das waren. Gott sei Dank waren das gleich 5 Runden. Jetzt kommt da noch eine runter. Zwei Hordekrieger, die schaffen wir. Zum Glück sind die nicht vorher runtergekommen. Ja. So, ein Hordekrieger weg. Ja.
Aua. Also gegen Quano haben die was. Und irgendwer hat keine Munition mehr. So. Wie viel Munition habe ich noch? 37. Und ja, ich benutze immer noch die Morphus-Stacheln. Ist mir irgendwie lieber. Ausgebleichte Knochen? Nö. Diese Vase, die leuchtet. Jetzt will ich mal wissen, ist was Besonderes an diesen leuchtenden Vasen. Vor allem, weil der Sandstein und elfische Badekräuter. Würselkraut, Ulmond, Belmart. Nö, das hat einfach nur gefunkelt. Okay. Was war hier drin? Die Shiana-Münze. Oh, Blattgold. Okay, das war nicht die Skorpiontruhe. Die Skorpiontruhe ist nämlich die andere. Die hier. Die Triche. Und da spawnen schon die Skorpione. Quano wirft gleich Sternenstaub. So, das dürfte etwas helfen. Iris hat Skorpiongift abbekommen. Sternwurf. Was? Iris halber Quano, sicherheitshalber. So, das heißt natürlich ganz schnell selber, am besten mit dem Heiltrank. Und dann selber Balsam auf dich. Jetzt habe ich nur noch ein Skorpion bei mir übrig. Ja. Angriff! Hochschlag, Sternenwurf. Okay, mich hat es jetzt umgehauen. Aber macht nichts. Die anderen sind doch gut dabei. Vor allem Thorgrim. Sternstaub haben sie noch drauf. Wir nehmen fast keinen Schaden durch die Dinger zum Glück. So, noch der letzte. So. Was? Jetzt kann Fyrus die Stacheln aus ihnen rausholen. So, mich verarzten. Ich sagte mich verarzten. Habe ich jetzt den Skorpionstachel? Nein, aber ich habe die Münze. Ja. Iris. Weitermachen. Und hier noch. So, dann holen wir noch die Skorpionstacheln hier aus der Kiste. Aber sicher. Sagt ihr, wir holen die Skorpionstacheln hier aus der Kiste? Okay, dürfen wir nicht mehr. Also fein.
Gut, dann überlegen wir mal kurz. Das habe ich vergessen, da unten die Yoruga zu holen an der einen Ecke. Na egal.